Ende letzten Jahres sind Loredana Volny und Serwet zum ersten Mal Eltern geworden. In den neuen Folgen von Die Volnys, eine schrecklich große Familie, lernt seine Familie endlich den Kleinen kennen. Bei Serwets Mama fließen sogar Tränen. "Das ist das größte Geschenk für mich. Ich bin so stolz auf euch alle", schluchzt sie. Klingt nach einem perfekten Familienleben. Doch es gibt einen Haken. Serwet kommt aus der Türkei, Loredana wohnt offiziell in Deutschland. Um mitzureisen, braucht er jedes Mal eine Einreiseerlaubnis. Serwets erster Visumsantrag wurde leider abgelehnt, erzählt Loredana. Silvia und Harald haben zwar einen Zweitwohnsitz in der Türkei, trotzdem sind sie und ihr Liebster oft getrennt. "Ich hoffe, dass wir irgendwann zusammenleben können", so die 19-Jährige. "Wir verbringen zwar viel Zeit zusammen, aber das ist halt immer nur so gebröckelt. Ich muss halt immer wieder nach Deutschland und der Kleine auch. Aber er kann halt nicht mitkommen. Ich kann nicht sagen, komm, steig mit in den Flieger", vor allem für wichtige Arzttermine will Loredana lieber mit Aurelio nach Deutschland reisen. Auch bei der Geburt konnte Serwet nicht dabei sein. Die ständigen Trennungen sind eine ziemliche Belastungsprobe für die kleine Familie. Mal gucken, was die Zeit so bringt. "Vielleicht versuchen wir es mit dem Visum nochmal. Da müssen wir nochmal in Ruhe drüber sprechen", sagt Loredana traurig. "Er kennt meinen Alltag in Deutschland halt nicht mal. Ich hoffe, dass er das alles bald kennenlernt."